Ja, hallo, willkommen zurück zu F122. Wir fahren heute den Grand Prix von Italien, von Emilia-Romagna in Imola. René ist natürlich auch mit Jawohl. dabei. Yes, Jetzt haben wir hier noch hallo. eine Interviewanfrage, weil im letzten Rennen habe ich mich ja so gut geschlagen, dass ich direkt disqualifiziert wurde. Jetzt darf ich einen von drei Fahrern loben, entweder Lewis Hamilton, Max Verstappen oder Sergio Perez. Ja, keinen davon. Wie wär's denn mit meinem Teamkollegen, der hier noch einen Punkt ergaunert, was heißt Ja, ergaunert, er gaunert erkämpft heute, hat. ja. Er Sorry. gaunert heute natürlich, das kann man Freudscher austragen. Versprecher. Ja, genau. Auf jeden Fall, es war sehr, sehr auch schweißtreibend letztes Mal im Für uns Video. beide, ja. Schaut's auf jeden Fall an. Ah, disqualifiziert. Und dann haben wir noch vom 20. sind wir auf den 10. noch gekommen und Fahrer des Tages noch geholt und. Also das war echt aufregend, dieses Rennen, ja. Also es ist auf jeden Fall ein Wert, sich das anzuschauen. Genau, jetzt habe ich hier nebenbei noch ein paar Upgrades gemacht, einen neuen Verbrennungsmotor. Kommt uns dann in den nächsten Wochen zugute, aber für den Grand Prix jetzt noch nicht. Und wir legen los mit dem Qualifying dann gleich. 18 Minuten und dann rennen wahrscheinlich so 20 Runden ungefähr. Aber jetzt hängt er gerade irgendwo. Ja, irgendwie schon. Bei Oh. dir steht beschäftigt. Bist du Welcher ist rausgeflogen? mein. Ja, nein, man fragt mich von der Presse, welcher mein Rivale ist. Ah, habe ich Max Verstappen ausgewählt, aber du kannst ja Ja, einfach. hier. Habe ich schon. Ja. Na, aber da geht nichts weiter. Warten auf Spieler. Ich glaube, du musst noch einmal X drücken. Oder Nein, A. nein. Es hat geladen, ja, gerade. Okay. Ich konnte selber nichts mehr machen. So, dann zum Rennwochenende. Genau. Das dauert so lange, was ist denn los? Okay. Okay. Ja, ein Let's Play mit lauter Bug-Reports quasi. Das können wir einfach so, wie es ist, an EA schicken. Dann können sie direkt fürs nächste Spiel, haben sie schon ein paar Sachen zum Überarbeiten. Benzes verarbeiten, ja. Ich sage extra zum nächsten Spiel, nicht mal zu dem aktuellen. Nein, ich sag nur, wenn sie es mal verarbeiten, wie die anderen Bugs auch, ey, weil die sind ja schon permanent hier drin. Electronic Arts, wenn ihr das Video seht, bitte, bitte macht's was aus diesem Spiel, ey. Tut die Fehler raus, tut endlich die Bugs raus, Kollision verursacht. Lasst die, wenn die mir reinfahren oder sonst irgendwie, dass ich nicht die Kollision bekomme, ja, sondern dass die bekommen. Ja, das wäre mal sehr, sehr dankbar von euch, wenn ihr das ändern würdet. Sehe ich genauso. Hier habt ihr vielleicht schon gesehen, gibt es eine Besonderheit. Hier gibt es ein Sprintrennen. Das bedeutet, wir spielen jetzt Qualifying, Sprint und Rennen. Laufen und fahren, oder? Sprint ist dann, also Qualifying ist jetzt quasi für die Aufstellung im Sprintrennen und je nachdem, wie Sprintrennen ausgeht, das bestimmt dann quasi die Rangfolge fürs eigentliche Rennen. Das ist die Besonderheit hier. Gibt es nur dreimal in der Saison. Das ist also ein Kurzrennen nochmal, vielleicht zu so 5 Runden. Hört sich doch gut an, oder? Hört sich gut an, wird aber natürlich dann ein bisschen länger dauern, aber wir geben jetzt einfach mal direkt Gas und Genau. beenden dann Wir halt das geben immer Qualifying nach Gummi. ein paar Runden. Genau. Genau. Wir beginnen mit dem ersten und zweiten Platz. Ja, Und sowieso. dann wieder disqualifiziert und wieder Zehnter wie im letzten. Aber vielleicht umgedreht diesmal. Aber es ist schon sehr merkwürdig, diese Kollisionverursachung und so weiter. Das sollte wirklich verbessert werden. Also es wird langsam Zeit. Ja, wobei, Es jetzt wird habe ich halt schon. mal gesehen, wie du so fährst. Und Ja, ja. aber die fahren mir rein, ja. Hinten rein und dann werde ich weggerutscht und alles und ich Okay, kann die ja, das habe ich jetzt nicht Kollisionsver. gesehen, aber das habe ich in Saudi-Arabien ja auch selber Ich gemerkt. fahre ja auch rein, es gibt's ja auch zu, aber ich tue, ich, aber Aber es zum passiert größten auch Teil genau fahren die. andersrum, ja, genau. Ja. Es ist halt einfach nervig, weißt, man versucht durchzukommen, nein, die fahren einfach mal links, die strikt durch ihre Linien Die durch und so überrollen dich weiter. einfach, ja. Und schon, ja, und dann bin ich draußen, weil ich denen Platz machen muss. Wie soll ich Platz machen? Dann fahre ich auf die Wiese oder so, weißt. Das ist ja der Nachteil davon. Ich fahre doch nicht extra für die KI auf die Wiese, damit es vorbeifahren kann. Wenn die mich anschubsen, müssen die ja eigentlich eine neue Kollision bekommen. Ja. Die Verursachung und Strafen und. Es wird eigentlich Zeit, dass es einen Dreispieler-Karrieremodus gibt. Einer macht dann immer den Renndirektor und vergibt die Strafen. Weil das Spiel bekommt es ja nicht hin. Ja, oder so ein Vereinsmanager gibt es ja jetzt schon mittlerweile, gell? Kommt raus im nächsten Monat, nee, diesen Monat, im Juli. Ja, Der gut, das wäre schon draußen. F1 Eine Manager Täuschung. 2022, glaube ich. Achso, okay. Es gab mal den Motorsportmanager vor ein paar Jahren, der war so ähnlicher. Aber ohne Lizenz halt. Jetzt mit Lizenz, ja. Eigentlich das gleiche Spiel mit Lizenz, ja. Sieht genauso aus. Ist also auch mal schön, so die Seite zu sehen. Kannst du vielleicht auch den
den Wagen fahren, Rennwagen oder so, ja, aber vielleicht auch nur managen, ja. Das ist. Ja, ich habe den erst, also den Motorsportmanager von Sega habe ich durchgespielt. Der war echt cool. Und der neue kommt jetzt ja von den Machern von Jurassic World Evolution von Frontier Studios. Oh. Hat gar nichts mit EA auch zu tun. Okay. Hat aber auch so 3D-Sequenzen. Das hatte der Motorsportmanager nicht. Also sieht dann vom Gameplay eigentlich ziemlich ähnlich aus wie F1 22. Mhm. Vielleicht haben sie sich da doch die Engine geliehen oder so ähnlich. Oder vielleicht zusammengearbeitet und gesagt, komm, bevor es unterschiedlich ausschaut, könntest du das Spiel haben und die macht es da aus dem Manager oder so. Ja, da hat bestimmt die Formel 1 auch ein Wörtchen mitgesprochen, dass es einheitlich ausschauen soll. Ja, sind wir schon bald durch mit der ersten Runde. Vielleicht nehmen wir die direkt und dann können wir schon ins Sprintrennen starten. Schauen wir mal. Wird willkommen. Aber die ist echt mega krass, diese Kurven und alles, gell? Das ist eine sehr lange Strecke irgendwie auch, ja. Hakenkurve, ja. Da ist ja der Max Verstappen, unser Rivale. Soll ich ihn direkt abschießen, oder? Ja, unser Rivale. Ich fahre jetzt die Runde zu Ende. Ja, du bist 21. Naja. Ich habe jetzt die Runde. Wenn ich ihn jetzt abschieße, wäre ich dann noch disqualifiziert oder zählt meine Runde? Wollen wir es mal ausprobieren? Ich weiß es nicht. Einfach mal ausprobieren. Wenn wir eh nicht weiterfahren? Disqualifizieren? Aber nee, wenn man disqualifiziert ist, dann zählt ja die Runde nicht mehr, glaube ich. Dann ist man einfach letzter in der Stadt auf Stadt. Wieder Platz für den Dritter gerade. Okay, es geht ja noch. Noch. Weißt du, gut. Umso mehr man abbremst, umso schlimmer wird's, gell? Ja, wer bremst, verliert. Oder wer zu spät bremst, verliert. Zu spät, zu viel. Oder auch zu früh. Nein, jetzt habe ich es verpasst. Nein, jetzt, nein, jetzt bin ich dem reingefahren. Oh shit. Ungültige Rundenzeit. Shit. Diese Kurve, dieser Nadelkurve. Nein, Gridstrafe. Kollision verursacht. Ah, jetzt bist du abgelenkt gewesen von mir, gell? Nee, gar nicht. Nein, nein. Es war ja auch noch eine gute Runde, gell? Und jetzt kriegst du ungültige Zeit, ey. Ah, jetzt ist dann doch Sechster. 1:21 bin ich gefahren, Gott. Ich war eigentlich schon längst weiter oben, ey. Fuck, ey. Aber ist ja nur fürs Sprintrennen. Im Sprintrennen, wenn wir da dann Erster und Zweiter werden, dann starten wir im eigentlichen Rennen ja als Erster und Zweiter. Es gibt nur ein paar Punkte als Sprintsieger und bis zum 8. Okay. Ich glaube, der Erste kriegt nur so 5 Punkte oder so, also nicht viel. Ganz schön knapp, ey. Du hast 1,20, gell? Musst du mal schauen. Weil ich war bei 21 schon. 1,21 habe ich, ja. Achso, ich war bei 1,21, war ungültige Rundenzeit. Shit. Ja, dann kannst du noch hinkommen. Ah ja, schau mal. Ich bin schon wieder im Plus, ey. Ja, weil die Reifen einfach kaputt sind, weil du keine Batterie mehr hast. Ja, Batterie habe ich noch 10. Aber, ja. Hätte ich echt jetzt gerade geschafft, gell? Aber ich glaube, außer dir kommt da niemand mehr ran, ehrlich gesagt, weil es sind ja 2 Sekunden Abstand zu Max Verstappen. Da kommt er nicht mehr ran. Ja, ich muss mal rausfahren, ich muss neu aufladen. Das war jetzt dann doch zu viel Batterie leer und alles, weißt du, das geht nicht. Ich würde es noch einmal probieren und dann. Okay, wieder zur Strecke. Ja, 32 Grad Streckentemperatur, 24 Grad Lufttemperatur.
Und im Sprint ja. dann das gleiche. Und im Rennen wird es ein bisschen wärmer. 25 Grad statt 24. Um 1 Grad, das geht noch. Beim Überleben, ja. Richtig. Dann fahr jetzt mal raus, Bulli. Mach's. Sechster wäre ich jetzt offiziell. Wahnsinn. Aber im letzten Sektor bist du der zweitschnellste. Im dritten. Hinter mir. Also musst du nur im ersten und zweiten ein bisschen schneller fahren, dann bist du auf der 2. Oder nee, bist du auf der Pole Position, weil ich wäre ja eh 5 Plätze zurückgesetzt. Also. Schaffst du schon noch auf die Pole, glaube ich. Oh, jetzt hat Max Verstappen die 1,23,4 und der Perez 1,23,5 gefahren. Auf 1,21? Warum hab ich da eine ungültige Zeit gehabt, Mann? Ja, macht ja nichts. Mach's halt jetzt einfach nochmal. Hast du ja noch 10 Minuten sogar. Theoretisch. Auf dem Temporadar bist du Zweiter mit 293 km/h. Keine Ahnung, wer Erster ist, steht nicht da. Diese Kurve hier, muss man ganz schnell aufpassen. Ja, aber du hast sie perfekt genommen. Gerade, ja. Nur für die Kamera. Ja. Fast nur extra schön. Ja. Ja. Extra für deine Kamera, damit wir ja sehen, wie gut ich fahre. So, jetzt kommt Outlap bis Finish und dann let's go. Zehnter gerade, okay. Könnte ich eigentlich noch einholen. Hast du dich konzentriert oder kann ich was sagen? Ja, du kannst ruhig was sagen. Gleich ist der erste Sektor, oder? Dann wissen wir, wie schnell du jetzt gerade bist. Bist schneller geworden. Ist. 25. Sehr gut. Komm, 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 komm. Oh, die Kurve war jetzt wieder zu langsam. Aufpassen mit dem Abkürzen. So war alles gepasst. Ja, war gerade noch so, ja, drin. So 29,1 war die zweite Sektor. Der war auch schneller. Ah, wieder runtergebremst, shit. Und jetzt brauchst du eine 1,23,3 am besten. Damit du Proposition hast? 1,22. Wow. Nicht schlecht. Also jetzt bin ich Zweiter, dann wäre ich quasi Siebter, oder? Du bist Erster. Nee, aber ich habe ja fünf Plätze wäre ich zurückgesetzt. Weil ich dem Schuhmacher hinten drauf gefahren bin. Dann fahre ich jetzt noch... Nee, ich fahre nicht. Fahr noch rein. Fährst noch rein? Okay, dann... Ja, dann fahre ich auch noch raus. Ich will es wissen. Weil ich glaube, ich vorhin war auf 1,21 und das war die blöde Strecke da, wo ich dann. Aber wenn du jetzt die Pole holst. Ja, okay, ich hol's nicht mehr ein. Schau mal, meine Batterie ist leer. Ja, okay, nee, dann können wir es ja abbrechen. Dann können wir uns beide nicht verbessern. Oder? Machen wir Ende Session. Naja, komm ich nochmal. Okay, ich hab die Session beendet. Ja, ich kann mich nochmal verbessern. Es geht nur höher. Aber du hast hier die Pole Position. Was willst du? Nein. Doch, weil ich wäre ja 5 Plätze zurückgesetzt. Okay, beende Session, okay. Boah. Nur wenn du jetzt schneller wärst als ich, dann wäre ich quasi noch einen Platz weiter hinten, glaube ich, oder? Ja, ich weiß nicht. Hab schon. Oh, ich fahr gerade gegen Pirelli-Wand, wow. Boah, das war jetzt echt knapp 92 Grad, der Motor ist, ey, boah. Okay, ja. Plus 5. Ich bin Erster, wow. Das muss ich natürlich jetzt ausnutzen, gell? Hm? Ein Druck. Event, ja. Ja, mal schauen. Ist ja nur das Sprint jetzt erstmal und dann kommt ja das Rennen.
Also wenn du das jetzt gewinnst, dann bist du im Rennen auch auf der Pole Position. Schaut ja ganz gut aus. Fünf Runden. Watch. Schluck auf. So. Gesamt. Ressourcenpunkte haben wir keine. Gesamt haben wir 640. Ich verstehe diese Bildschirme nicht. Da steht immer 0 und ein bisschen was geht bei der Fahreranerkennung hoch. Ressourcenpunkt hat keiner geholt, deshalb. Ja, aber es gab ja auch keine zu holen. Anscheinend. Ja. Wir sind Erster und Zweiter. Training kannst du holen, weißt du? Ja, aber dann muss es ja nach dem Qualifying gar nicht anders. Ja, genau. Darum geht's eigentlich. So, auf ins Sprintrennen. Jawohl, damit schon viel Erfolg, gell? Ja, dir auch. Viel Spaß da vorne. Ja. Okay, ich schau doch als Erster. Ist ja nur Sprint. Achso, fürs eigentliche Rennen sind es die 5 Plätze. Oh, lasst mich jetzt ja in Ruhe hier alle. Alle. Wo war das? Boah, das jetzt. Boah. Ja, Kulisse. Ah, okay. Ah, ich muss den zurück. Komm, fahr doch. Oh. Ach komm. Mann, überholen noch. Mann, überholen Regel. Jetzt komm. Ja, okay, solange wir vorne mitspielen, passt alles. Hey. Ja. Das sind ja eh nur 5 Runden, also und da passt ja. Ich hätte lieber hier die Strafe gehabt, weil dann hätte ich es nochmal rausgefahren und wäre im Rennen dann Erster. Schau mal schon. Jetzt sagt er, wir müssen vorrücken. Ja, mach ich doch. Oh, nein. Komm. Ja, boah, gerade so noch. Alonso wieder vor mir. So, Alonso, lass mich jetzt vor. Mit dem habe ich immer so ein persönliches Problem mittlerweile schon. Reifenboxen. Die beiden Rotchenes. Ja. Du bist Erster, oder? Mhm. Ich bin Dritter. Ja, ich nehme ja schon die Büro-Taste her. Nee, jetzt hat er mich abgelenkt, der blöde Boxeningenieur. Ey, nicht auf die anderen schieben, gell? Direkt feuern. Ey, du musst F1 22 Manager spielen. Stimmt. Wird es aber eine sehr hohe Personalfluktuation bei mir geben. Wie du schon merkst. Ja, das ist jetzt eigentlich schon durch. 2 Sekunden vor dem Max Verstappen. Aber du kannst natürlich immer noch kommen und ich kann sie immer noch so drehen oder irgendwie stecken bleiben wie im letzten Rennen. Kann alles noch passieren in dem Spiel diesmal. So ein Bug. Der wird jetzt niemals rausfliegen dürfen in dem Moment. Ist nicht gesagt, dass es nicht wieder passieren kann. Ja. Oha. Frechheit hier. Ich weiß gar nicht, ob es hier einen Zusatzpunkt gibt für die schnellste Runde. Im Rennen ja auf jeden Fall. Hoffentlich. Ich bin jetzt voll drin, ich will es wissen. Ey. Wie viele Runden gibt es eigentlich danach, da nach dem Sprint, also im Hauptrennen? Ich glaube 14. Boah, schauen wir das alles, oder? Werden wir schon irgendwie hinkriegen. Jetzt komm, das ist so meine Runde jetzt hier mit dir. Schnapp dir den Max Verstappen. Aber nicht zu viel riskieren. Das ist wieder so ein Kampf mit ihm, gell? Ja, ich riskiere nicht zu viel, weil sonst bin ich gleich hinten, ne? Du hast noch 2 Runden nach dieser Runde. Sehr viel Zeit. Okay. Leg dir den schön zurecht. Mir ist wurscht, Dritter reicht auch, ne? Aber wenn ich ihn natürlich überholen kann, ist es noch besser. Komm. Kannst du ihn gerne auch am Start überholen im Rennen? Noch kann man ihn ja überholen, ja. Stimmt.
Auch hier kann ich neu wollen. Okay. Komm, 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 komm. Komm an. Weg, Verstappen, weg jetzt. Ich boxe immer mit denen zusammen, Wahnsinn. Ach, wenn ja, du ihn überholst, dann schaltest du ja als Erster von der Pole Position, weil ich werde ja eh 5 Plätze zurückgesetzt. Dürfen wir nicht vergessen. Verstappen, lass mich jetzt die Kurve fahren. Oh, oh. Jetzt lass mich durch. Ich kämpfe da voll emotional. Aggressiv. Ja, emotional dagegen. Okay, emotional, ja. Du bist sehr emotional involviert. Oh, jetzt habe ich Kollision verursacht, aber er ist draußen. Sehr gut. Wie geil ist das denn? Wie geil ist Fünfter. Das denn? Er ist draußen. Mein Erzrivale. Verstappen, bye bye. Und alle sind so hinten, jetzt können wir gemütlich fahren. Ja. Du startest ja, erst beim Rennen, sehr gut. Wie gut ich bin, gell? Für unser Team immer. Ja, du trägst das Team. Im letzten Rennen einen Punkt geholt, hier den Verstappen rausgehauen. Egal wo, gell? Ich gebe immer den Schutz fürs Team irgendwie. Mhm. Auch in anderen Spielen und so weiter. Ist echt merkwürdig, aber naja, ist gut so, positiv. Bist du Support quasi? Ja, er ist der Supporter, ja. Das schaffen wir jetzt alleine auch, hä? Wollen wir keinen. Jetzt schaue ich nochmal 23. Ja, letzte Runde. Wir sind ganz schön weit hinten, ey. Ja. Dafür, wir, aber ich habe sie alle aufgehalten mit meinem Rumble Bumble Wheel. Verstappen ist ja ganz schön weit hinten. Der kriegt jetzt mal keine Punkte. Nope. Weil immer so. Oder ist das qualifiziert worden? Nee, er fährt noch. Er fährt noch, okay. Na dann. Puh. Patrick, ich weiß nicht, ob wir das echt schaffen, ne? Weil das ist ein mega, mega wichtiger Termin. Also es könnte sein, dass wir vielleicht so 5 Minuten drüber kommen. Ich glaube, ich muss nur auf die Uhr gucken, ich weiß es nicht genau. Machen wir erstmal das zu Ende. Wir können dann jetzt alles hier skippen. Wird ja wahrscheinlich eh keine Siegerehrung oder so geben. Ist ja nur Sprint. Ja, Glückwunsch. Wir haben noch eine halbe Stunde, das kriegen wir schon alles hin. Ja, halbe Stunde, ja. Also man kann ja leider nicht speichern jetzt hier, glaube ich, in der Session. Also im Singleplayer geht's, aber im Multiplayer wäre es mir zu riskant. Jetzt wo wir so gut gefahren sind, nicht, dass es dann wieder weg ist. Ich habe jetzt den Termin, 10 Minuten verschoben. Ich habe geschrieben, er soll 10 Uhr anrufen. Super, ja, schaffen wir auf jeden Fall. Dann gehen wir gleich weiter. Jetzt kannst du dich auf die Pole Position freuen. Ja, ich? Nee. Ja, klar, ich werde 5 Plätze zurückgesetzt. Ich bin jetzt 6er. Schade, du armer Kerl. Hast alles umsonst gefahren, gell? Ja, nicht umsonst, zumindest halt 6er. 16 Runden. Sehr okay, das müssen wir schaffen, oder? Er hat mir gesagt, wir haben ein paar Grid-Strafen. Bin mal gespannt, wo ich jetzt starte. Jetzt starte ich einfach 3 Runden weiter zurück. Kannst du starten schon mal bitte? Habe ich alles gemacht, da steht Warten auf Spieler. Auch, ja. Ja, das Spiel hat deutlich längere Ladezeiten als das letzte Spiel irgendwie. So, da geht's los. Alles geskippt schon? Ja. Wow, das ist so ungewohnt, hier da vorne zu stehen. Go, 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 go. Verstappen ist 13. Das hast du echt gut gemacht. Jetzt fällt er mehr rein. Oh nee, bitte. Lass mir jetzt ja nicht hier. Verwarnung. Oh, jetzt weiß ich, was du meinst. Ich krieg die ganze Zeit auch jetzt Kollision. Der ist mir wieder reingefahren. Egal, fahr einfach weg. Ja, ich fahr jetzt auch. Jetzt merke ich mal, wie das ist. Was du hier immer leiden musst. Leiden jetzt? Ja, aber es nervt einfach. Es nervt, weißt du? Ja.
Ui, wie die einfach da in die Kurve brettern. Ja, jetzt bin ich leider Neunter, da läuft irgendwie nicht so gut hier. Hey, guck mal. Ja, ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt, weil ich Erster bin. Alles gut. Einmal müssen wir alle rausfahren, gell? Alles mal für die Zuschauer auch mal ein bisschen spannender, wenn ich mich jetzt hier vorkämpfen muss. Bin aber immer noch Sechster. Bin auch mal Erster. Oh, ich bin ja ganz schön allein hier vorne. Jetzt weiß ich, wie du dich mal fühlst hier vorne immer. Hm. Ganz seltsames Spiel. Ganz schon weit vorne, ey. Ja, ich sehe es, Wahnsinn. Jetzt auf einmal los, ja. Ja, wir müssen da öfters fahren, damit man richtig reinkommt, erstmal, um zu verstehen, wie die Kurven wirklich gefahren werden, weißt? Ja. Theoretisch können wir alle drei Trainings fahren und dann noch qualifizieren. Theoretisch, praktisch aber vielleicht nicht. Praktisch haben wir noch ein zusätzliches Leben neben Formel 1. Boah, jetzt legt er ja richtig los, 1.22.2. Mein Zeigefinger tut schon wie vor lauter Drücken auf deinen Xbox-Controller. Meine Hand tut schon weh vor lauter Pokale in die Höhe stemmen. Ja, sehr gut, freut mich. Wenn du die Freude da dran hast, dann freut es mich am meisten. Aber mein Finger ist schon halber taub. Wirklich. Der gibt halt ein bisschen weniger Gas, auch gut. Reicht auf jeden Fall. Für die KI. Kann ich ein bisschen aufholen. Da habe ich fast keine Batterie mehr. Viel zu viel eingesetzt. Das ist aber nicht mein Problem. Jetzt so arrogant plötzlich. Ja, ein bisschen Spaß muss man auch haben, oder? Ich glaube, hier bin ich noch nie Erster geworden, gell? Ich habe jetzt keine Zeit, in die Statistiken zu schauen. Nee, aber schau mal rein, bitte. Nee, in der Box dann. Hast du noch Zeit? Hast du Zeit? Komm, ich muss den Alonso jetzt hier besiegen. Der gibt nicht auf. Boah, jetzt bremst du so früh. Idiot. Idiot da. Verwarnung. Nächste Runde ist Boxenstoppfans. 5,7 Sekunden, gell, sind wir auseinander. Mhm. Aber jetzt habe ich freie Luft endlich mal. Ja, ich auch, ja. Ja, schon ein bisschen länger. Vor mir und kein hinter mir sehe ich. Ich bin noch auf der gleichen Strecke, auch wenn man es nicht glauben mag. Ja, genau. 6 Sekunden. Jetzt habe ich wieder einen Sektor endlich mal. Aber ich habe den nicht gerade gehabt. Hey, du hast mir den weggenommen, oder was? Mhm. Oh Mann, oh Mann. Jetzt geht's los. Jetzt die Jagdsaison hat begonnen. Jetzt muss ich ganz schön aufpassen bei dir. Oh, lila Sektor. Bis jetzt, aber jetzt kommt gleich der andere lila Sektor. Ja, war sogar. War deiner, oder? Mhm. Shit. 5,2. Nein, 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 nein. Jetzt wird er nervös. Ja.
Nächste Runde muss ich raus, ja. Nee, du musst nicht, da beginnt das Boxenstoppfenster, da kannst du raus. Schnellste Runde, Junge. Ja, hab ich auch. Nein, Figur 300 Slates auf, ey. 4,6 Sekunden. Oh, ja, das ist das, was hier mich immer auffällt, aber ich muss weg von dir. Das ist mir zu nah. Willst du eine Long-Distance-Relationship oder was? Nee, nicht mit mir. Nicht? Okay. Nee, ich kann nicht ohne dich. Ich hol dich ein. Na komm. Jetzt hör auf. Haben schon so viele gesagt, sie können nicht ohne mich. Bei mir ist es wirklich so. 4 Sekunden. Boah, das wird echt jetzt der Tatteil, ne? Du bleibst schön hinten, gell, Junge? Jetzt hängst du davon ab, wer wann an die Box fährt. Weil du kannst es ja bestimmen. Wenn du jetzt an die Box fährst... Nee, eigentlich bist du ja der Gearschte, weil... Wenn du an die Box fährst, fahre ich nicht. Warum? Du musst ja irgendwann mal. Ja klar, wir müssen beide mal. Sonst wirst du disqualifiziert. Aber du weißt halt nicht, wann ich reinfahre. Weil wenn ich jetzt früher reinfahre, kann ich dich dann überholen, weil du mit den alten Reifen dann langsamer fährst dann die Runde noch. Na okay, dann fahre ich. Nee, das wäre ja dumm, wenn ich jetzt auch reinfahre. Oh Mann, jetzt hab ich den Poller abgefahren. Was machst du denn hier? Shit. Das war's jetzt, glaube ich, mit mir. Jetzt hab ich dich ausgetrickst als Zielkoll. Das passt fürs Beste auf, glaube ich, was ich da gerade gemacht habe. Komm, geh raus. Komm, alle waren noch nicht draußen, das ist für mich ein. Okay. Bist schon draußen, oder was? Nee, ich bin erst halt. Ja, noch. Ich hätte erwarten müssen, wenn ich direkt hinter dir reingefahren wäre. Oh, jetzt komm. Was mit euch? Alle müssen nochmal rein. Das ist so schön und ich war schon drinnen. Aber hat er dir das auch angezeigt, dass du rausfahren kannst? Nein, aber... Ach so. Da muss ich ja nochmal reingehen. Nee. Aber wenn du halt zu früh rausfährst, dann hast du am Ende vielleicht kaputte Reifen und musst dann nochmal wechseln. Ich habe aber noch 10 Runden, ja. Mir zeigt dann 6. bis 10. Runde. Das ist das Boxenschubfenster. Ja, dann war es ja richtig jetzt gerade mit 6. Runde. Das war ja noch die 5. Ich glaube, jetzt ist es offen. Ist ja wurscht, ey. Schauen wir einfach mal. Ja. Ich habe ja einen Trick jetzt rausgefunden, wo ich dich dann überholen kann, alle anderen auch. Kann schon sein. Das heißt ja Undercut, wenn man früher reinfährt als der andere. Und dann vorne landet. Komm, fahrt's alle jetzt rein, ey. Gutes Einbiegen. Wie viele Sekunden hattest du? 2,8 habe ich. 2,7. Die Schweine. Aber du bist eh schon wieder draußen. Nee, noch nicht. Bin noch hier in der Box. Nicht. Nee, was kannst du doch mich überholen, wenn jetzt schnell da. Jetzt gebe ich aber richtig Gummi, ey. Gib doch Gas! Fett so lahm. 80 km/h hier. Ja, jetzt bist du vorbei. Ciao. Scheiße, ey. Und den überhole ich jetzt auch noch. Ciao. Oh Mann, ich hätte doch draußen bleiben sollen, glaube ich, mit den roten Reifen. Du bist hinter mir, oder? Ja, aber es ist sehr knapp auf jeden Fall jetzt im Vergleich zur letzten Runde. Ja. Oh. Also habe ich doch ein bisschen Zeit gut gemacht, aber halt keinen Platz leider. Der lila Sektor habe ich geholt gerade. Ist alles nur temporär, wir haben noch sehr viele Runden. Sekundär vielleicht auch, ja. So auf die Seite geschoben. Ja, schnellste Runde ist ein Punkt, aber Sieg ist dann halt 25 Punkte. Ja, lässt du dich einfach vorbei, oder was, der Latifi? Ja, ja. Hast du doch abgesprochen. Ja, ja. Abgesprochen, ja. Bestochen. Ja, bestochen, erstochen. Lässt du dich nicht, du? Jetzt haben wir einen guten Abstand, 2 Sekunden. Verdammt, oh! Puh, fast draufgefahren, wie beim Schumacher im Qualifying. Doch im Qualifying. Kollisionsverwarnung. Ich bekomme irgendwann eine Strafe. Oh, da fährt jemand raus. Und da sind noch welche draußen. Da bin ich jetzt mal gerade Dritter. Ich hab DRS. Aber du bist noch immer draußen, bist nicht rausgefahren, ja? Doch.
Oh, achso, stimmt, du bist ja schon. Eine Stunde später. Eine Runde später. Eine Stunde später. Wir arbeiten ja im Team. Also egal wie. Wir holen Punkte, Junge. Da will mich echt überholen, ja, ja. Lass mich doch mal auch mal Platz fahren, ey. Ich fahre halt ganz normal, so wie ich fahre. Ja, ja, ja. Das ist halt mein Windschatten noch dazu, gell? Ach, hast du selber gesagt, der bringt doch nichts. Ja, aber du fährst in meinem Windschatten, der hilft vielleicht mehr. Und der ist? Ne, kein der ist. Doch jetzt. Oh, Achtung. Oh, du hast kein der ist. Oh, schade. Nein. Und du? Ja, ich schon. Ich komme ja hier angebraust. Oh, Wahnsinn, ey. Der Bulli kriegt. Fährt er schon zur Seite? Ah, doch nicht. Komm, das werden wir doch noch schaffen, oder? Die anderen zu überholen, dass wir wenigstens so durchs Ziel kommen, ja. Ne, die müssen ja eh noch an die Box. Die muss ich gar nicht überholen. So. Aber vielleicht schaffen wir es ja auch mit überholen, oder? Ja, ich will halt nicht so viel reinfahren, weil dann gibt's Schaden. Es gab keine Kollision gerade. Das ist komisch, gell, wenn man das will. Dann ja, weil du langsamer war. Ach, du wolltest es sein jetzt. Naja, ich wollte es jetzt gerade mit ihm weghauen, ich soll so boxen. Die Boxwheel-Trail. Das ist auch der Grund, warum ich dich nicht überhole. Selbstschutz. Ja, Kollegen, ey. Also Kollegen sagt er und blockt dann ab, aber Kollegen lassen ja einen vorbei, wenn der andere schneller fährt. Oh nee, warte, der ist so cool. Aber wir sind 11 Sekunden vor dem nächsten Red Bull, also wir haben sehr viel Zeit. Wir fahren jetzt eh raus. 100%. Oh, komm, komm, komm. Nein, nein, Patrick, du bleibst schön. Ich muss halt jetzt vorbeifahren jetzt. Nein, 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 nein. Du bleibst hinten. Du bleibst einfach schneller, was soll ich machen? Nee, alles okay. Ey. Pass auf jetzt, gell? Ich bin rechts. Oh. Aber ich bin vorne gewesen. Das war gut. War sehr riskant, aber es hat gut funktioniert. Ey, nicht wieder überholen, ja. Kommst du eh wieder vorbei? Ja, hallo? Hey, na, bitte, Patrick, nein! Hey, jetzt hör auf, ey! Nein, nein! Patrick, was machst du? Ich bin nur in die Kurve gefahren. Ja, aber du bist mir reingefahren. Das werden wir dann später sehen in der Wiederholung. Ich wollte gerade vorbei und du hast mir voll zack draufgehauen, ey, das kann ich nicht anders. Also der als erstes in die Kurve fährt, der hat nochmal den Anspruch auf die Kurve. Ich war erst drin. Nee, das glaube ich nicht. Ey, nein! Oh scheiße, jetzt krieg ich 3 Sekunden schon. Nein, bitte nicht. Oh Gott sei Dank nicht. Hey. Was für ein Glück. Ja, sehe ich genauso natürlich. Wieder mal überall. Ey, wir müssen doch die anderen zwei doch mal überholen, oder? Die müssen ja auch mal in die Box fahren. Das war jetzt disqualifiziert. Der erste ist jetzt an die Box gefahren. Okay, sehr gut. Dann haben wir jetzt die Chance zu überholen. Komm, jetzt überholen wir es. Der zweite auch, oder? Ja. Beide jetzt rein, jawohl. Und sind noch dumm und tun sich gegenseitig hier. Ja. Im Weg stehen. Genau. Ja, vollkommen okay, wenn es so endet jetzt. Aber wir haben ja noch ein paar Runden. Ja, stimmt, leider. Jetzt geht's noch um Patrick und Franklin mal jetzt sehen. Yeah. Aber du weißt schon, wir haben jetzt nur noch 3 Sekunden Vorsprung vor den Red Bulls. Wenn wir das jetzt wieder machen, ineinander fahren, dann sind wir nicht mehr Erster und Zweiter. Ja, ja, schon. Jetzt sind die nämlich hinter uns. Mhm. Aber pass bitte auf, wir lassen mich Erster werden, dann haben wir alle Ruhe. Was? Ja, ich muss auch Punkte mal holen, ey. David, oder? Ja, klar, dass du das. Aber ich will ja auch Weltmeister werden.
Hallo? Du bist so Welt. Das ist so jetzt mal, dass ich. Ich hab ja 0 Punkte geholt in Saudi-Arabien. Achso, achso. Patrick, schön hinten bleiben, gell? Ich fahr halt bei der Runden. Wenn du im Weg stehst, was soll ich machen? Dann fahr ich vorbei, aber dann, wenn du dann mir reinfährst in die Spur, dann ist halt nicht so gut. Uns. Ja, ja. Die haben sehr schnell einen Start gehabt, wieder rauszukommen. Die sind gerade hinter uns alle. Nee, weil wir ineinander gefahren sind, da haben sie wieder aufgeholt. Aber wir haben schon wieder eine Sekunde rausgefahren. Wir sind insgesamt schon auf jeden Fall viel schneller als die. Aber einen Crash können wir uns nicht leisten. Ich hab schon wieder eine Marke. Jetzt habe ich DRS. Ich, ja, wunderbar. Ich bin halt jetzt automatisch 10 Meilen schneller. Was soll ich machen? Kann ja nur vorbeifahren. Ja, Patrick? Nein, bitte nicht. Ey, hör auf. Hör ja auf. Boah. Hör auf, ey. Geh weg von mir. Ich versuche ja mein Bestes. No. Pass auf, ich bin links, gell? Schön abgekürzt. Aha. Ey, hallo? Hallo? Du hast Kollision mit. Du hast jetzt. Schau schon wieder bei mir. Ich habe auch eine Verwarnung bekommen. Ja, aber du hast einen Schlenker nach rechts gemacht. Wo soll ich hin? Ich konnte mich nicht in Luft auflösen. Aber ich hab selber. Ich weiß nicht mal, wie es der KI so geht mit dir. Naja, wir haben 4,5 Sekunden Vorsprung, ist alles gut. Trotzdem, ey. Ich habe keine Batterie mehr, 10%. Keine Batterie mehr, aber 10%, ja. Ja, es ist schon fast keine. Ja, aber jetzt habe ich gleich wieder DRS auf dem Startziel. Ich habe schon gar keinen Bock auf das DRS, weil das heißt, dass ich dann dir so nahe komme. Ja, bleib ja weg. Bitte, Team, schalt jetzt einfach mein DRS aus. Sicherer für uns beide. Brauchst du mir jetzt die ganze Zeit zu, oder was? Oder willst du mich nicht mehr überholen? Naja, ich habe ja anderes Überholverhalten wie du. Ich werde es nur noch probieren, wenn ich es jetzt auch wirklich den Sack zumachen kann, sonst nicht. Sonst riskierst du zu viel, gell? Ja, sonst landen wir halt beide nicht auf 1 und 2. Ja. Aber jetzt haben wir schon fast 6 Sekunden, also wir sind schon viel schneller. Ist echt hinter mir, ja? 0,15 Sekunden, ja. Oh, mein Finger, ey. Boah, das war jetzt blöd, ja, die Kurve. Haben wir beide den gleichen Fehler gemacht. Ja? Jetzt gib mir mal Gas. Will ich schon anschieben. Gib jetzt mal Gas. Ich gebe schon mal Basis, aber gib schon mal Gas. Ich hab DRS. Hallo? Hallo? Was machst du denn? Hallo? Boah, hey Patrick! Ja, du hast mich angestoßen. Was machst du denn? Du hast mich jetzt angestoßen. Nee, du hast zuerst. Doch. Schön einfach geradeaus weitergefahren. Ja, du hast bist voll von links nach rechts auf mich drauf geboxt. Nee, ich bin immer gerade geblieben. Doch, wirklich, wirklich. Bist gerade von links nach rechts, bist voll aus dem Schwung genommen, ey. Nee, nee. Jetzt hast jetzt müssen wir den ersten Platz weg, ey. Wahnsinn, ey. Das ist ein blöder Fehler, ey. Toll. Ich war halt einfach schneller, du siehst ja jetzt auch, jetzt zieh ich ja weg. Ich muss verstehen, dass ich dich überholen kann. Warum? Macht der Patrick mir hier alles so krumm, ey. Kurz davor. Nimmt er voll Schwung von links. Nee, ich hab wirklich keinen Schwung. Ich bin wirklich nach rechts. Das hat so ausgeschaut vielleicht. Ja. Aber wie krass hätte das ausgeschaut? Jetzt würdest du mir echt von der Bahn holen wollen oder so. Nee, mach ich ja nicht. Macht ja keinen Sinn. Ah, na, kein Sinn. Nee, würde ich nicht, wirklich nicht machen. Schau ich mir nochmal an, ey, in einem Video. Mhm. Wirklich, du bist voll links gefahren, voll nach rechts auf mich draufgeboxt. So hat es ausgeschaut. Also ich habe nicht nach rechts gelenkt. Ja, ja, du hast geradeaus geblieben. Warum fährt er dann so? Ist so fehl dann im Spiel? Kann auch sein.
Kannst du mir erklären? Auf einmal bist du nach rechts weggeprallt und warst hinter mir. Ja, ja. Und weil, ja, weil du mich von links nach rechts geboxt hast, also mit den Reifen halt dann. Ja, also, mal, das ich habe nicht nach rechts gelenkt, das kann ich nur sagen. Ich bin einfach nur links an dir neben dir hergefahren. Du hast mich auch nicht berührt, oder? Doch, natürlich haben wir uns berührt. Ja, sonst wärst du ja nicht hinter mir. So aggressives Boxen von links nach rechts, ey. Also, was ist jetzt mit dem los? Ich wünschte, ich könnte das so einsetzen. Weiß mir gar nicht, wie das funktioniert. Hast du aber gerade, ey. Da hast du so ein Hacker-Tool da drin oder so. Ist. Ja, oh, dann ging das automatisch an. Ups. Bei dir sieht man es nicht nur bei mir, aber dann später in der Wiederholung sieht man gar nichts dann. So. Ja, hinterlasse überhaupt keine Spuren, ja. Hauptsache, wir sind Erster und Zweiter. Ich glaube, das Argument zieht jetzt nicht mehr. Patrick, du bleibst vor der Linie stehen, wir fahren zusammen rein und du bist Erster, natürlich ein bisschen weiter vorne. Okay. Ja, aber dann, wer gewinnt dann? Ja. Das ist dann Glückssache quasi. Ja. Sechs Sekunden bis zu vorne, das gibt's ja nicht, ey. Ja, das Hacker-Tool funktioniert ja ganz gut. Ja, wunderbar. EA, habt ihr es gehört, oder? Nee, ist nur Spaß, ey. Dann kannst du die zwei Spielerkarriere alleine fahren, oder wie? Welche haben sie dann? Ich gewinne sie für unser Team dann, weißt du, und tue dann Schneidvideo machen, alles für uns. Aber wir sind echt gut gefahren, ey, jetzt in der Runde mal zusammen, Team, Erster, Zweiter. Auch wenn da zwischen uns immer mal wieder was passiert. Aber es passiert einfach. Gehört dazu. Perez will mich noch überholen, aber schafft's nicht. Ja, 5 Sekunden, das holt er doch nicht mehr ein. Na. Ja, Glückwunsch zum zweiten Platz. Ja. Und herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz. Richtig gut gemacht, Junge. Ja, du auch? Ja. Oh, wie doch. Errungenschaft freigeschaltet. Ein guter Tag. Ja, super Tag. Oh, mein Finger ist schon eingeschlafen. Der ist voll kribbelig. Jetzt ist genau 10. Ja, passt schon. Ich habe jetzt 10 nachgeschrieben. Können wir uns ja die Siegerehrung noch geben? Okay, jetzt hat er es gerade gelesen, aber. Ja, wenn du los musst, dann schaue ich alleine die tolle Siegerehrung an und mache nochmal einen Sekt auf. Wie dreckig das Auto auch ist. 5 Minuten haben wir noch. Wieder der gleiche Pokal. So, der hat geschrieben, 10:30 bei ihm erst. Ach ja, dann machen wir noch ein Rennen. Spaß. Oh, mein Finger, Zeigefinger, den spüre ich gar nicht mehr. Ja, also, vom vielen Sechslaufen. Toller Formel 1 spielen auf dem PC. Oh, ist eine neue Erfahrung. Wir haben eigentlich sonst immer auf der Konsole gespielt, gell? Aber da haben wir auch auf der Xbox 2019 gespielt. Ja, ja, aber das war aber nicht mehr ein Elite-Controller. Ja. Das ist halt das. Oh, da geht's so. Aber auch mit den Rängen. 16. Ja, jetzt können wir vielleicht mal auf die Rangliste schauen. Erstmal Wiederholungsspeicher. Ja, bei mir geht gar nichts voran. Irgendwie warte auf Spieler steht hier. Endet in 15 Sekunden. Ja, weil ich jetzt hier noch mit der Rangliste bin. Also 126 Punkte hat Red Bull, wir haben 112 Punkte und in der Fahrer-WM bin ich Erster mit 86 Punkten, du bist Achter mit 26 Punkten. Aber da geht ja noch einiges, wie wir gerade gesehen haben. Sehen auch sehr viele Rennen. Wir
haben ja, glaube ich, 22 Rennen insgesamt. Sind jetzt beim dritten. Vierten? Vierten. Genau. Und nächstes Mal geht's dann nach Miami. Mhm. Die einzige neue Strecke in der Saison. Ja, dann noch Rivalenwertung. Mit der Miami-Strecke kann man, geht ja am Anfang schon gespult. Genau. Ein bisschen eingefahren und so weiter und so fort. Und ja. Da sind die Teile auch fertig. Neue Motorhaube unter anderem. Wunderbar. Schau mal, was wir noch weiterentwickeln können. Aerodynamik Typ 3. Wir müssen mal Strapazierfähigkeit auf Typ 3 und Chassis auch mal. Chassis. Chassis, ja genau, da bin ich gerade. Geometrie der Radaufhängung können wir als nächstes vorstellen für 900 Punkte. Wir haben ja 1190, aber dann ist auch gut, da haben wir kein Geld mehr. 290 nur noch. Ja, wir haben das beste Auto vor Red Bull, Mercedes und McLaren. Achso, ja genau. Von den Werten her nur. Okay, ich schaue nochmal in die Nachrichten rein. Rivalen bin ich Verstappen ganz schön weit vorne, 8-3, gell? Schau mal in die Nachrichten, wenn du L3 drückst, also den linken Stick rein, und dann auf E-Mails, vielleicht hast du da eine neue Karriere-Grand Prix-Trophäe, weil du Zweiter geworden bist? Nee, hatte keine E-Mail. Oh, okay. Leider. Ja, schade, dass man hier nicht so einen Trophäenschrank hat innerhalb der zwei Spielerkarriere, wo wir beide unsere Trophäen irgendwie haben. Wäre ganz cool. Vielleicht im nächsten Spiel. Ja, dann danke fürs Zuschauen. Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal in Miami. Also bis dann. Ciao. Ciao.